Okay, jetzt geklickt. Jetzt steht dort Einrichtung Ihres Meetings. Yes, wir sind live. Juhu! Mal schauen, ob das hält. Wir hatten ein paar Probleme in den letzten Tagen. Hallo und guten Morgen zusammen. Lea und ich hier schon wieder im Sinne von der Coaching-Ausbildung, worüber wir sehr wenig reden in der Öffentlichkeit, aber wo wir täglich im Doing sind. Und heute wollen wir über die Freiheit sprechen, die du bekommst, online zu coachen, aber als Transformative Coach auch noch eine andere Freiheit, die wir bestimmt auch ansprechen. Und zwar aufgehängt auf Living Like Doug. Und das ist eine Story, die ich Lea mal erzählt hat. Und das ist jetzt mittlerweile so ein Insider, ja, Spruch, den wir immer wieder nutzen. Und zwar, als ich noch angestellt war, habe ich sehr streng gearbeitet in einem Büro. Ich bin jeden Tag ins Büro gefahren. Ich hatte diesen Weg zu fahren nach Frankfurt von Eppstein. Ich bin reingegangen, ich saß den ganzen Tag im Büro oder mit Kunden und ging dann 20 Uhr, manchmal 22 Uhr wieder nach Hause. Also mein Leben war dieser Kasten eines Büroraums, wo ich gefühlt 15 Jahre immer gefesselt war, so jetzt um das Ganze zu übertreiben. Und weil wir so großzügig viel Urlaub in Deutschland bekommen, hatte ich doch die Möglichkeit, ab und zu auszubüchsen. Und in den früheren Jahren, wo ich nach Deutschland gezogen bin, bin ich sehr, sehr oft nach Amerika gegangen, wenn ich die Freizeit hatte. Und eine gute Freundin von mir hat uns immer empfangen, als wir in Atlanta waren. Wir waren in verschiedenen Städten, aber in Atlanta waren wir ganz viel. Und sie hatten ein großes Haus und einen Hund und eine Katze, damals noch keine Kinder. Und ihr Mann, den ich auf meiner Hochzeit kennengelernt habe, hieß Doug. Und Doug war so toll, weil wir sind immer rübergefahren in Urlaub und wir standen in der Früh auf bei ihnen zu Hause. LaDonna war schon in der Arbeit gefahren und Doug hat uns begrüßt, barfuß, in Shorts, mit irgend so einem ungebügelten Hemd, ja, willige Haare. Und ein Kaffee für uns beide, die er aus die dreckigste Kaffeemaschine der Welt geholt hat. Er hat das Ding nie geputzt. Ich habe das immer dort geputzt, wenn ich da war. Fast gegen seine Religion. Und wir gingen dann auf dem Außendeck und da gab es so ein Feuer, eine Feuerstelle. Und egal welche Jahreszeit, er hat die Feuerstelle angemacht und wir haben gemütlich geredet und gefrühstückt und solange wir wollten. Wir hatten nie das Gefühl, dass Doug es eilig hat oder dass er irgendwie an seine Arbeit gehen muss. Und irgendwann mal haben wir unseren Tagesausflug gemacht und dann ging Doug nach unten in seinen Keller und er hat telefoniert. Das war im Jahr 99, 2001, so Anfang dieser Zeit. Er war Anzeigenverkäufer für eine Zeitschrift und der konnte seine Zeit frei einteilen. Der war nicht gebunden an irgendeinem Ort oder eine Zeit. Und Doug hatte für mich gefühlt, also ein Millionärleben, wie Lea das manchmal sagt. Es war so frei. Und dieses Sein von ihm hat mich immer inspiriert. Und das Bild von seiner Arbeitsweise hat mein Wesen nicht verlassen. Sodass ich, als ich mich selbstständig gemacht habe, wusste vom ersten Tag an, ich wusste nicht viel, aber ich wusste, ich werde alles online machen, sodass ich ortsunabhängig arbeiten kann, zeitunabhängig arbeiten kann, barfuß mit meinem Kaffee wie Doug. Und das ist meine Doug-Geschichte und ich spiele den Ball an Lea über. Sie wird bestimmt mit dem noch gehen. Genau. Ja, und das ist tatsächlich so. Ich erlebe ein Duck-Life. Ich fühle mich reich wie Millionär Doug. Wir sagen, er sei Millionär, wir wissen es nicht so genau. Aber ich habe tatsächlich von draußen gecoacht,
also vor Ort Workshops gehalten, in Schulen, an der Hochschule, die Menschen getroffen in den Retreats. Das war wunderbar. Ich habe es geliebt. Ich liebe es noch immer. Aber heute kann ich wählen, ob ich das tun will. Und ich bin wirklich innerhalb eines Jahres zum Online-Coach geworden. Und wenn mir das jemand erzählt hätte, hätte ich es nicht geglaubt. Weil ich bin weder technikaffin, noch finde ich diese Maschinen total anziehend. Aber unsere Arbeit ist tatsächlich online möglich und ist genauso transformativ wie vor Ort mit dem Mensch zu sein. Und das hätte ich tatsächlich nicht in diesem Ausmaß geglaubt. Und was wir tun, ist wirklich auch mit unseren Coaches, die wir ausbilden. Wir haben eine Online-Ausbildung. Das bedeutet, wir treffen uns online. Shelia ist total technikaffin und online-affin. Und durch mein Wissen aus der Pädagogik, aus der Erwachsenenbildung, kreieren wir auch tiefgreifende, berührende, nahe Stunden, Ausbildungseinheiten, die sich für unsere Leute anfühlen, wie wenn wir zusammen irgendwo wären. Und parallel dazu lernen sie, das online zu tun, weil sie in der Ausbildung die ganze Zeit dran sind. Du lernst das Know-how, um das umzusetzen, plus diese Aspekte, die eine Konversation, ein Coaching transformativ machen. Das ist natürlich der Hauptteil. Und je mehr du aus diesem Raum heraus schöpfst, entwickelt sich tatsächlich ein Dug-Life auch für dich. Ich habe ein Dug-Life. Ich sitze tatsächlich auf der Bank. Ich genieße die Sonne. Ich kann in den Bergen sein. Wir dürfen das in der Schweiz. Das ist mein totales Privileg, das bin ich mir bewusst. Ich kann von dort coachen. Ich kann von dort lehren. Und dann mich wieder auf die Skier stellen und kurz den Berg runtersausen. Verdammt nochmal. Das hört sich doch nach einem Millionärs-Lifestyle an. Und nicht im Sinne, hey, wir haben das Ding, dass du viel Geld verdienst. Nein, wir haben das Ding, dass du innere und äußere Freiheit erleben kannst. Mit diesem Beruf auch, den wir über alles lieben und immer noch den allerbesten finden auf der ganzen Welt. Genau. Ja, du sprichst das gerade an, Leon. Ich greife den Ball kurz auf, weil wir haben begonnen mit der äußeren Freiheit. Ja, also die Möglichkeit, dass dieser Online-Beruf, wenn du ihn online ausüben möchtest, dir ermöglicht. Die innere Freiheit. Genau, du kannst ihn auch. Du kannst eins ihn zu eins offline. Übrigens. Das ist wichtig, genau. Ja, aber viel mehr ist in dieser Zeit diese innere Freiheit, die du gewinnst, dass du merkst, dass du schon reich bist auf allen Ebenen deines Lebens und dass du von dort weg beginnst zu spielen, hinauszugehen, Dinge in der Welt zu kreieren, Menschen zu helfen. Das ist ein ganz wesentlicher Teil, weil ich bin jetzt selbstständig seit 12 Jahren und es gab einen Teil in meiner Selbstständigkeit. Ich war geografisch und zeitlich unabhängig, aber ich war innen überhaupt nicht frei. Das heißt, ich konnte noch so von Italien aus, von meinem Haus oder von irgendwo unterwegs sein. Aber wenn du nicht im Innen schon merkst, wo deine Freiheit herkommt, das ist der zweite Schlüsselteil, um dieses Dug-Leben zu leben. Und das ist auch mit in der Coaching-Ausbildung drin. Das ist der Hauptbestand. Genau, das ist der Kern. Wir haben Dug-Lives, weil wir dieses Wissen, diesen Kern, dieses wieder dazu erwachen, dass alles da ist, erleben. Und
mit jedem Tag mehr und mehr, wirklich. Mit allen Herausforderungen, die uns auch das Leben stellt, von dort heraus agieren zu können, ist wahre Freiheit. Ja, absolut. Und das wünschen wir uns für dich, für deine Kunden, wenn du später mal Coach bist. Das ist das schönste Geschenk, das jeden Menschen erleben kann, diese innere Befreiung. Und wenn du heute irgendwas gehört hast, was dich ja, angesprochen hat, was deine Augen leuchten lassen hat, dein Herz aufgehen lassen hat, und du fragst dich, ob die Coaching-Ausbildung für dich das Richtige sein könnte, ich poste den Link unterhalb von diesem Video zu der Seite, wo du dich über die Coaching-Ausbildung informieren kannst. Und gleichzeitig unsere E-Mail-Adresse, das ist noch wichtiger. Schreib uns an, wenn es dich interessiert. Wir sprechen dann zusammen zu dritt und gucken gemeinsam hin in einem Klarheitsgespräch, ob die Ausbildung für dich was sein könnte. Und wir freuen uns sehr, dich kennenzulernen, wenn es dich interessiert. Genau. Und jetzt gehen wir Kaffee trinken draußen. Ich gehe tatsächlich raus heute. Tschüss. Genau, tschüss. Tag zusammen. Ciao. Tschüss. Ciao.